einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Prey. Ja, wir laden kurz mal nach. Danke. Wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben vom Vertagen. Also zumindest was die Aufnahme betrifft. Und ich weiß echt nicht, was wir jetzt effektiv hier tun. Wir müssen, glaube ich, da drüben hin. Irgendwie. Aber da kommen wir nicht so ohne weiteres hin. So, die Leute haben alle schon gescannt hier, ne? Also wir wissen, dass die tot sind. Können wir nicht mitnehmen. Und von hier sind wir gekommen, ne? Okay. Hier waren wir schon drin. Okay, von hier sind wir gekommen. Oh, bitte nicht erschrecken. Bisschen leiser drehen hier alles. So. Mal wieder. Mal wieder. Haben wir dich. Okay. Puh, die kommen aber anscheinend immer wieder, ja? Ist die Frage, warum? Warum sind die so omnipräsent? Warum können die immer wieder... Eigendiagnose protokolliert. Liste, Tag, Kohlenstoff, Kathode, Korrosion. Okay. Da unten haben wir einen Korrumpierten. Oh, was ist das? Wenn man wissen will, wie etwas zweiten Korrumpierten, da haben wir... Okay, wir gucken mal, was wir hier tun können. Wir können hier runter, glaube ich, zumindest ein Stück, und könnten uns hier hinten reinschleichen. Ich speichere mal ab. Wahrscheinlich wird es... Ach, das ist die Ecke. Ah! Sehr gut. Was? Mach doch nicht so eine Geräuschkulisse hier. Aber ich glaube, ich muss die... Was haben wir hier? Auszug aus den Arbeitsaufzeichnungen des Technikers Cliff Lawrence. Eintrag 4. Vorbereitende Tests mit einer höheren Fehlerkonstante haben sich als vielversprechend erwiesen. Es ist jedoch schwierig, sie mit dem Fabrikator so hinzukriegen, dass sie steif genug, jedoch nicht brüchig wären. Eine weitere Option wäre es, Fracht von der Erde zu ergattern. Thorsteins Assistent hat aber Adleraugen. Eintrag 4 Nachtrag. Liebes Tagebuch von Cliff. Oder Clive? Clive, ne? Er versucht nur, Mary mit einer Verbesserung ihres Spielzeugwaffendesigns zu beeindrucken. Selbst wenn er intelligent genug wäre, um ihre Arbeit zu optimieren, würde sie ihn links liegen lassen. Eintrag 4, Nachtrag zum Nachtrag. Ich bin gerade dabei herauszufinden, wie ich die Reichweite erhöhen kann. Ich halte dich verdammt nochmal von meinen Aufzeichnungen fern. Nee, nicht ich und... Genau. So, was haben wir hier? Ich versuche mich mal hier versteckt zu halten, hier unten drunter. Jägerin ist bereit. Also, Leute... Konnten wir hier nicht zoomen? Parallel gesteuerte Prozessoren. Guck mal. Verstanden. Ah. Stehen wir deswegen extra auf, oder? Nun gut. Ich glaube, das Ding ist bereit. Ich nenne es Jägerin-Bolzenwerfer. Clive, mir gefällt deine Idee in der kapazitiven Spitzen an den Bolzen sehr gut. Schickst du mir die technischen Daten, dann arbeite ich sie in den Fabrikatorplan der Munition ein. Mit diesen Spitzen kann man jeden getroffenen Touchscreen aktivieren. Ui, ich habe ziemlich viel Müll für den Fabrikator gesammelt, damit wir einige davon nach der Arbeit herstellen und ausprobieren können. Okay. So, Daniel Show, Cliff und Clive, wie auch immer, fehlende Operatorteile. Hast du dich um die Operatorverteilerloks und die fehlenden Teile gekümmert? Jeder Operator auf der Station muss unbedingt erfasst werden. Ich wende mich auch gleich an Alex. Mach das. Liegt nicht in meiner Verantwortung, sondern in Morgans. Dr. Thorstein, ich habe die Neuromod-Stempel und Gitter im Fabrikator überprüft und es war alles in Ordnung. Die Komponenten scheinen nicht defekt zu sein. Ich muss daher wohl die ganze Maschine zerlegen. Vielleicht sind ja Iqvis Daten schuld daran, dass es ständig zu Ausfällen kommt. Schwer zu glauben. Iqvis arbeitet immer sehr sorgfältig. Aber wir machen alle mal Fehler. Ich arbeite weiter daran. Möglicherweise lag es auch an der Charge. Waren im letzten Zyklus nicht auch ein paar Defektelemente dabei? Und? Was wurde geantwortet? Cliff, danke für die Rückmeldung. Ich übernehme von hier an. Ja, okay. So, wir haben... Diagnose protokolliert. Liste, Tag, Kohlenstoff, Kathode, Korrosion.
Können wir irgendwas mit denen machen? Ich meine, wir können sie kaputt machen, das ist nicht das Problem. Aber besser? Können wir das reparieren? Nee, wir haben die Reparatur nicht. Wo ist der andere? Oh. Protokolliert. Liste. Reparatur und Wartungsprotokolle. Dateien nicht gefunden. Referenz gelöscht. Haha. Au, au. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Ach, der fliegt da hinten rum. Okay, der fühlt sich nicht verantwortlich scheinbar. Jede Luftschleuse besitzt eine manuelle Verriegelung, die Sie vor einem Weltraumspaziergang deaktivieren müssen. Das ist zwar als Sicherheitsmaßnahme gedacht, aber irrelevant, wenn der Feind schon in der Station ist. Wenn Sie hinausgehen, bleiben Sie in der Nähe. Die Typhon sind vielleicht auch schon im Außenbereich. Nicht vergessen, andere Luftschleusen müssen auch zuerst von innen geöffnet werden. Noch etwas. Oh. Sie haben noch kein Antriebssystem. Das brauchen Sie aber zu manövrieren. Was? Arsch! Wartet mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Muss ja. Die Luftschleuse besitzt eine manuelle Verriegelung, die Sie vor einem Weltraumspaziergang deaktivieren müssen. Ja. Das ist zwar als Sicherheitsmaßnahme gedacht, aber irrelevant, wenn der Feind schon in der Station ist. Wenn Sie hinausgehen, bleiben Sie in der Nähe. Die Typhon sind vielleicht auch schon im Außenbereich. Nicht vergessen, andere Luftschleusen müssen auch zuerst von innen geöffnet werden. Noch etwas. Sie haben noch kein Antriebssystem. Das brauchen Sie aber zu manövrieren. Wo ist der andere? Keiner da? Keiner da, okay. Ja, wir haben kein Antriebssystem. Ach, da ist er. Wartet mal. Ey! Anzug wurde beschädigt. Ach! Aua! Die Frage ist, machen wir das Ding jetzt hier auf oder nicht? Wobei, da oben ist dieser Fabrikatorplan. Kommen wir da irgendwie hoch? Oh. Was? War ich das etwa? Das war nicht meine Intention, aber okay. Kommen wir da irgendwie rüber? Stand clear, okay. Oh, hier ist radioaktiv. Hier ist wieder was zum Rausgucken. Storage Room. Haben wir, glaube ich, nichts, ne? Nee. Hier haben wir noch nicht das Kennwort, den Code. Da könnten wir was reparieren. Ich guck mal kurz hier rein. Aha. Wir können nichts machen. Das ist stationär. Cool. Es sieht schon geil aus, ja. Also kann man echt nicht meckern. Reparatur erforderlich. 3. Okay. Also das werden wir in naher Zukunft nicht schaffen. Kommen wir hier irgendwie rein? Oh, da liegt noch einer korrumpiert rum. Aha, aha. E Max Speed. Nee, das ist ein Delta Max Speed oder was? M gleich G, V Quadrat durch R. Thrust ist V Quadrat gleich G, R. Beschleunigung mal Radius. Ist die Geschwindigkeit zum Quadrat. Okay. FE ist die Gewichtskraft. Beziehungsweise die Anziehungskraft. Ah, ja, ja. Habe ich verstanden. Ist okay. So, da kommen wir jetzt so ohne weiteres nicht weiter. Aber wir können hier lang. Aber irgendwie.
Ui, was ist das? Das ist wieder ein Anzug-Reparatur-Kit. Wartet mal. Wir packen mal die Zitronenschale schnell mal rüber. Nehmen das Reparatur-Kit, benutzen das Reparatur-Kit und nehmen unsere Zitronenschale wieder mit. So, dann sind wir erstmal wieder mehr oder weniger auf, was sagt die Uhrzeit? Ja, Viertelfolgenniveau sind wir jetzt. Aber wir müssen irgendwie da oben langkommen. Seht ihr hier einen Plan? Seht ihr eine Möglichkeit, wie wir da langkommen? Was hier? Da unten kommen wir rein. Großer Arm. Guck mal, hier drüben waren wir noch nicht. Achtung, erschrecken. Tatsache. kaputtes Festplattenlaufwerk. 0,45 und 12 ist es wert, okay. Wobei die Sachen schon... Ah, 10 Ersatzteile. Big Bang Bonbon. Ich glaube, das sollten wir essen. So, und dann können wir die Festplatte mitnehmen. Förderersteuerung. Erfordert planmäßige Wartung. Ja, Fracht transportieren, komm. Oh, da hängt jemand ab. Oh. 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 Ihr habt mich nicht gesehen. Was ist jetzt hier passiert? Wo sind sie? Ich hab dich gesehen. Was? Aber danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis. Ach, das ist... Da, wo wir nicht weitergehen. Danke, danke. Sehr schön. Super. Dann sehen wir uns hier ein bisschen um. Aber ich weiß noch nicht, wie wir das hier kurz irgendwie erledigen können. Was müssen wir eigentlich machen? So, gut. Schauen wir mal. Karte. Wir sind hier. Was haben wir da? Operator Dispenser. Ja, es ist ja ein Ziel. Ich weiß aber nicht, ob ich da schon lang darf. Ach, wisst ihr was? Wir riskieren das einfach mal. Weil ich komme da oben scheinbar jetzt aktuell sowieso nicht hin. Ups. It wasn't me. Hahaha, komm her. Wo bist du? Was? Mich gehauen. So, wir werden jetzt diesen komischen Knopf drücken, ja? Außenbereich, Antriebssystem... Ach bitte. Ja. Antriebssystem für EVA benötigt. Ja. Bitte kontaktieren Sie die Technik im Maschinenlabor. Ja. Habe ich ja vor, aber ich... Ruhe. Ich muss da irgendwie rüber. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Das ist radioaktiv, da brauchen wir nicht hin. Habe ich hier irgendwie einen geheimen Gang übersehen? Kann ich... Ach, ich könnte wieder was wegschieben, ne? Hebekraft 3.
Ruhe. Wie komme ich denn hier hin? Oder da oben hin? Ich brauche den Plan. Ich könnte da oben rauf. Aber es bringt mir ja keine Pluspunkte. Ach, ach, das geht auch. Okay, gut zu wissen. Können wir vielleicht... Oh, hier ist radioaktiv. Was ist da? Das ist radioaktiv, gut. Aber kann ich da nicht woanders hochklettern? Nee, ne? Nee. So. Bringt uns nicht viel weiter. Aber wir könnten... Warte mal. Ging da... Ah! Vorsicht, Feuer. Ich will nicht verbrennen. Ach, schade. Aber das wäre eigentlich... Warte mal, vielleicht können wir es hier... Hier, warte mal. Jawoll! EMP-Ladung. Uiuiuiuiuiui. Die nimmt, glaube ich, immer einen Slot, ne? Wir hatten eine. Ich will... Wo ist die andere? Eine hatten wir. Aber das sieht schlecht aus hier. Hä? Hatten wir noch keine EMP-Ladung? Scheinbar nicht. So, was haben wir hier? 0,10 und das 0,30. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier weg mit euch. Und dafür nehme ich mir die EMP-Ladung mit. Jawohl. Und nochmal zwei. Die EMP-Ladung setzt einen großen Stoß elektromagnetischer Energie frei, der hocheffektiv gegen Robotergeschütze und andere elektrische Einheiten ist. Mit Maustaste 1 kannst du sie werfen oder an stationären Objekten befestigen. Okay, dann habe ich mich geirrt. Vielleicht habe ich es dann irgendwo mal in einem Dings gesehen. Ich dachte, die hätten wir vielleicht schon. So, wir brauchen die Glukanone. Da sind noch zwei Schuss drin. Aber wir können jetzt hier rüber. Und wehe, hier kommt irgendwas jetzt. Auszug aus Informationsmaterial für neue Transstar-Mitarbeiter. Abschnitt 11.2.53 Transstar-Uniform. Ihre Transstar-Uniform wurde entworfen, um Ihnen Sicherheit, einen bequemen Sitz und ein einfaches Arbeiten zu ermöglichen. Die Uniform muss an Bord der Station stets getragen werden. Es wurden zwar alle Anstrengungen unternommen, um Ihnen auf der Talos 1 ein komfortables und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten, allerdings besteht immer die Möglichkeit eines Unfalls oder einer Gefahrensituation. Die Zugehörigkeit zu den Abteilungen erkennen Sie am Stil und der Farbe der Uniform, ist klar, Red Shirt, ne? Braun und Schwarz, Leitung und Verwaltung, Grün und Weiß, Wissenschaft und Technologie, Orange... Technik und Wartung, Blau und Schwarz, Sicherheit. Und was ist mit Rot? Haben wir nicht Rot? Da haben wir den Fabrikatorplan. Das heißt, wir müssen noch ein Artax-Antriebssystem herstellen. So. Hi Cliff, tut mir leid wegen der ganzen Bolzen in der Werkstatt. Das ist wirklich der einzige Ort, an dem ich die neue Waffe ausprobieren kann. Ich glaube, die wird ganz nett. Brauchst du noch Hilfe? Mary ist schon dabei, Franklin. Keine Sorge, ist die Katze aus dem Haus. Ich habe schon ein paar Ideen und arbeite was aus und schicke es dir und Mary. Psychotronik-Satellit. Hallo, Franklin. Der Satellit, der aktuell in der Werkstatt in der Reparatur liegt, soll stillgelegt werden. Dr. Kelstrup hat uns allerdings gebeten, alle Elemente des Transistors zu entfernen und im neuen Satelliten zu installieren. Fragen Sie mich nicht, wofür die gut sind. Ich weiß es nicht. Erledigen Sie es nur so schnell wie möglich. Okay... Klingt ein bisschen seltsam, aber... Hui. Ich glaube, die Materialien, die wir hier gerade haben, sind für den Fabrikator gedacht, dass wir ordentlich die Sachen hier auch bauen können. So, und bevor wir was bauen, gibt es noch ein paar Bolzen. Tomaten, Schlauch. Nee, das haben wir nicht, aber das können wir mitnehmen. So. Hier haben wir nichts weiter. Dateien.
Fabrikatorplan für den Jägerin Bolzenwerfer 1-3. Auslöser leise gemacht, klappert mir immer noch zu stark. Gewicht bei gleichbleibender Stabilität verringert, kein Zersplittern des Laufs mehr. Name endgültig auf Jägerin Bolzenwerfer festgelegt. Cliffs Leitbringer und Franklins Bolzenpeiniger Vorschläge abgelehnt. Nehmen wir. So, Bolzenwerfer Munition. Fabrikatorplan für Munition für den Jägerin Bolzenwerfer. Erhöhte Präzision der Bolzen. Struktur des Schaums verändert, sodass er nicht mehr in der Hand zerbröselt. Versuche, den Aufprall etwas leiser zu machen. Immer noch erfolglos. Cliffs Änderung an der Flexiform-Formel übernommen. Nehmen wir. Okay. Das ist gut. Doch, das ist gut. Alle Gegenstände in Abfallbehälter. Hier können wir wieder eigentlich... So, warte mal, wir können Schrott übertragen. Geht das? Guck mal, eigentlich steht hier Schrott übertragen. Ich würde jetzt gerne die Maustaste gedrückt halten, das geht aber nicht. Ja? Also man kann den Schrott nicht automatisch übertragen. Ja, das ist Schrott. Ich glaube, alles, was hier so grau ist, ist Schrott, ne? Hat keine Relevanz. Das sind irgendwelche anderen Sachen. Und damit sind wir durch. Guck mal, und jetzt ist nämlich Schrott übertragen aus. Wir haben ja den ganzen Schrott im Recycler. Und, ja. Das ist richtig cool gemacht hier. Oh, super. Speichern. Und jetzt können wir nämlich hier im Fabrikator arbeiten. Das ist sehr gut. Was können wir denn machen? T für Tutorial. Schauen wir nochmal. Fabrikatoren nutzen Fabrikatorpläne, um Dutzende von nützlichen Gegenständen an Bord der Talos 1 herzustellen. Jeder hergestellte Gegenstand und so weiter. Verbaut eine Kombination aus organischem, mineralischem, synthetischem und exotischem Material. Such auf der Talos 1 nach Plänen. Machen wir. Aber wir machen das in der nächsten Folge. Ich werde in der nächsten Folge dann die Waffe hier zusammenbauen, die wir hier neu bekommen. Und ich bin gespannt, wie die aussieht. Haben wir die E-Mail eigentlich schon gelesen? Ach, das bauen wir in der nächsten Folge. Und ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox.